Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Vice City in der Definitive Edition, hier beim 100% Platin Run. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und beim letzten Mal haben wir folgende Trophäe uns geholt, Auftragskiller. Und da mussten wir halt, wie es da steht, alle Attentatsmissionen abschließen, beziehungsweise Telefonmissionen. Und heute werden wir mal etwas machen, was jetzt indirekt nur für eine Trophäe wichtig ist. Und zwar für die alles schon gemacht 100% Trophäe. Wir werden heute nämlich die Cherry Popper Eiscreme Fabrik Mission machen. Und ja, dafür muss man sich natürlich dieses Unternehmen gekauft haben. Das habe ich gemacht. Ich werde jetzt einmal hier kurz abspeichern, damit ich, falls ich fehle, hier direkt neu laden kann. Ich hoffe natürlich nicht, dass ich fehle. Das ist schon mal, das sei schon mal gesagt. Und ja, prozentual gesehen, einmal für euch zur Info, sind wir bei 85%. Und ja, wir haben mittlerweile den 11.06. Es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und ja, wir müssen mit dem Mr. Whoopi Produkte vertreiben. Für jede Transaktion bekommst du Geld, aber je mehr Transaktionen du tätigst, desto stärker wird die Polizei auf dich aufmerksam. Genau, L3 muss man drücken und dann verkauft man eben Eis. Andere Gangs werden es nicht gern sehen, dass du in ihrem Revier Geschäfte machst. Du musst also mit Feindseligkeiten rechnen. Ja, alles okay. Ich würde sagen, ich fahre mal hier so rüber. Eigentlich ist Starfish Island ganz gut, aber hier muss man immer aufpassen, weil hier sind ja diese Wächter, die mit den Pistolen, die sind immer so ein bisschen, die mögen das immer nicht so gerne. Diese hier. Die mögen das immer nicht so gerne, wenn man hier ein bisschen dealt, aber egal. Wir müssen 50 Deals abschließen, by the way. Das ist ordentlich und immer wenn man einen Stern hat, würde ich euch empfehlen, einfach wegzufahren, bis der Stern weg ist. Es ist zwar etwas langwieriger auf diese Art und Weise, aber... Und man sollte natürlich die Kamera möglichst weit weg machen. Um das halt im Überblick zu haben, wenn hier ein Cop kommt. Hallo, wieso dauert das so lange eigentlich jetzt gerade? Jetzt hat er schon keinen Bock mehr da, die Grinsebacke. Das ist doch der Manager, der den Flangey 9000 hier geöffnet hat. Hallo Leute, was macht ihr da gerade? Also irgendwas stimmt hier nicht mit euch. Ich weiß nicht, was hier gerade los ist. It's made of natural eel. Ah, wunderbar, aber das geht ja auch so. So, ich fahr weg. Kein Risiko, wirklich. Das ist vielleicht langweiliger auf diese Art und Weise. Aber trotzdem. Ich will hier sicher durchgehen durch diese Mission und ich will hier keinen Fail haben, deswegen. Verzeiht mir bitte, wenn ich hier ein bisschen langsamer das Ganze angehe, aber da habe ich echt keinen Bock drauf und... Wie ich eben gesagt habe, es ist schon ein paar Tage und Wochen her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Ich weiß jetzt auch nicht, wann diese Folge hier erscheinen wird. Aber ich habe es ja schon mal gesagt in meinem Infovideo zur GTA 4 Teamspieler-Trophäe. Ich werde in der nächsten Zeit am Wochenende kaum Zeit haben zum Aufnehmen. Und deswegen würde ich gerne GTA Vice City bis zum Ende vorproduzieren, also bis zur Platin-Trophäe. Und das gehe ich heute an. Also ich weiß nicht, wie weit ich heute kommen werde. Heute ist halt Samstag. Morgen ist auch noch Sonntag, den Tag habe ich auch noch. Und eigentlich will ich morgen, spätestens morgen fertig werden mit dem Spiel, weil wir sind, so viel kommt halt auch nicht mehr. So viel kommt halt wirklich nicht mehr. Da ist auch schon wieder eine Wache. Und die greifen, nein, 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 das darf nicht passieren, ein platter Reifen. Oh Mann, was ein heftiges Aim von ihm. Wie unlucky. Schießt er mir einen Platten rein. Boah, das ist unglücklich, wirklich. Ich weiß nicht, ob ich ins Paint Spray kann hiermit. Ich kann es nicht sagen, hier sind überall Wachen. Das macht gar keinen Sinn, hier weiter zu gucken. Das ist richtig bescheuert. Ich muss aufpassen. Ich meine, es ist jetzt halt ein bisschen nerviger, aber gut, es wird die Mission nicht zum Failen bringen. Wahrscheinlich nicht. Fräulein Hinkebein, wollen Sie vielleicht ein Eis haben, um Ihre Schmerzen zu lindern? Scheinbar nicht. Ich versuche mal jetzt ins Paint Spray da vorne zu fahren. Vielleicht geht das. Also ich habe es noch nie ausprobiert, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht kann ich so ja irgendwie das Auto reparieren. Ich weiß noch nicht, ob die das machen. Geht das? Das wäre schön. Ist die Mission jetzt abgebrochen? Ich hoffe nicht. Warum sollte sie? Und danke, dass du das machst, Spiel. Das ist sehr nett. Danke, danke, danke.
So, hier. Hey, das macht keinen Sinn auf dieser Insel. Ich sollte auf die erste. Hier sind einfach zu viele Gangs unterwegs. Das bringt nichts. Und eigentlich wollte ich jetzt auch nach den Missionen hier noch das Taxiunternehmen komplett machen. Also die Taxi. Die Kaufmann Cabs Mission. Da sollte eigentlich auch noch Zeit bleiben, diese beiden Sachen hier abzuhaken. Und dann kommen nur noch Nebenmissionen mit Cutscenes. Also Umberto Rubina, Mitch Baker, Larfist, die Druckerei. Und ja, das war es dann eigentlich. Und dann halt die finale Mission. Es ist halt echt nicht viel, was noch fehlt. Es ist überschaubar, kann man sagen. Aber klar, wir haben auch 85%, also ist ja selbstverständlich, dass da nicht mehr viel kommt. Deswegen, so ein Hexenwerk ist das jetzt auch nicht, das jetzt noch zu schaffen. Deswegen will ich das jetzt einfach vorproduzieren, sodass ich dann eben nur noch der Pate am Laufen habe als Hauptprojekt. Und dann fällt mir das schon um einiges leichter. Ich glaube, der Strand ist eigentlich ganz gut, beziehungsweise generell hier so die Gegend um den Strand herum. Ich glaube, die eignet sich ganz gut. Weil hier sind halt immer wieder Leute, die auch Bock haben auf so ein kleines Eis. Eis gefällig? Hallo? Hallo? Hier ist der Eiswagen. Der ist in die andere Richtung. Hi. Soll ich mal so parken, dass du den... Okay, wer nicht will, der hat schon. Also dann halt nicht. Hi. Ich hau mal lieber ab. Das hat jetzt ein bisschen lange gedauert hier alles, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte hier von Anfang an hinfahren sollen. Das ist schon wieder so eine unnötige Zeitverschwendung. Und es fehlen noch 41. Also ich frage mich auch jedes Mal, muss ich exakt 50 haben oder muss ich 50 übertreffen? Aber ich glaube, es sind 50. Ich werde die Mission bei 50 abbrechen und... dann... wird es wahrscheinlich reichen. Leute, ihr seid mir ein bisschen aufdringlich. Warum fahren die hier am Strand entlang? Das machen die doch sonst auch nicht. Na egal. Hier kommen viele. Dam, da, dam, da, dam, da ist da vorne ist ein Cop. Der wird mich gleich jagen. Aber der bemerkt mich noch nicht. Oh Gott, hier ist ja direkt einer. Oh, weg, 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 weg. Hey, wie... was ist hier los? So viele Cops am Strand. Ist das normal? Also einerseits ist der Strand wirklich gut, andererseits ist er auch sehr, sehr gefährlich, weil man einfach nicht von der Stelle kommt. Vielleicht sollte ich hier doch nicht lang fahren. Aber da sind so viele Menschen. Das ist so günstig eigentlich. So, mal gucken, ob ihr Bock habt. Kein Bock auf ein Eis oder was? Eis? Auch nicht? Eis? Auch nicht? Wieso habt ihr denn alle keinen Bock auf ein Eis? Ich meine, es ist ein heißer Tag heute. Guckt doch mal. Ich habe hier kein Thermometer, aber es ist bestimmt sehr heiß. Ja, will ich doch meinen hier. Was ist denn das? Ist ja schön, dass du für mich tanzt, aber... also sie hat ein besseres Rhythmusgefühl als ich, das muss ich schon mal sagen. Aber, hallo? Irgendwie ist das verbuggt. Habe ich so das Gefühl. Ja, mein Kunde wird einfach überfahren von diesem Mesa Grande. Ja, sorry, aber ich habe einen Stern. Das ist leider gerade ungünstig. Ah! What? Ich dachte, ich bin jetzt hier in die Palme geglitscht. Aber das ist jetzt gerade ein bisschen... also ich mache gerade irgendwie keine Fortschritte. Kaum. Wenig bis gar keine. Ich habe jetzt schon Ohrwurm von dieser Melodie. Ich meine, so einzelne sind auch gut, weil die meistens keine Sterne verursachen.
So, und dann hat man keine Sterne, dann dauert es wieder eine Weile. Jetzt werde ich bestimmt einen Stern bekommen, aber hier kann ich richtig absahen. Jetzt sahne ich richtig ab. 4 auf einmal. Oh, da kommen die Cops. Waren das jetzt 4? Ich weiß es nicht. Aber ich habe ordentlich abgesahnt, glaube ich. Ich kann natürlich auch hier lang fahren. Hier sind auch einige Leute, oder? Und hier fahre ich noch ganz normal. Und hier kann man die Brücke auch mitnutzen noch. Ich muss natürlich aufpassen, dass hier jetzt kein Kopf von der Seite kommt. Sterne weg. Hier ist optimal, glaube ich. Das könnte der optimale Spot sein. Leute? Also bei dieser Melodie kann man eigentlich nicht widerstehen. Einer. Leute, hier sind so viele Menschen. Die müssen doch mal ein Eis haben wollen. Und ich krieg direkt einen Stern für einen einzigen Kunden. Was habe ich hier denn gerade für ein Glück? Ich habe gerade mal 20 Stück nach 11 Minuten. Gut, ich bin nicht 11 Minuten jetzt in dieser Mission, aber trotzdem. Ich habe auch noch was anderes vor. Ich meine, hier ist ja auch irgendwo noch ein... Hier ist irgendwo noch ein Stern, aber... War der hier nicht rechts oder so? Zwei Stück. Jetzt gibt's einen Stern, glaube ich. Nö. Das ist doch fantastisch. Also man kann auch mal 3 Stück hintereinander haben, ohne einen Stern. Na gut, die waren nicht hintereinander, die waren zeitversetzt, aber... Das ist doch schon mal schön. Keine Kunden. Hier wieder. Schön. Jetzt kriege ich einen Stern, oder? Weil ich 4 gemacht habe, ohne einen Stern zu kriegen. Ja, der eine war da schon wieder verbuggt oder sowas. Keine Ahnung. Na gut, dann haben wir ja gleich die Hälfte zumindest schon mal. Es ist doch zäher, als ich dachte. Mann. Aber ich glaube, hatte ich bei meinem alten Let's Play einen Fail? Es würde mich nicht wundern, wenn ich hier einen gehabt habe. Weil hier muss man besonnen an diese Mission rangehen. Und mit einer gewissen Gelassenheit auch. Und man darf nicht hetzen, wirklich nicht. Wenn man hetzt, dann ist es nur das eigene... Man stürzt nur hier in den Fail rein. Oh, da ist ein Cop, das will ich eigentlich... Ah, ich habe die Melodie gar nicht an. Ich wundere mich gerade, warum die nicht kommen. Ja, weil ich keine Melodie habe. Hier vom Polizeirevier, da sind doch bestimmt keine Cops, oder? Aber auch keine Kunden. Oder du willst doch ein Eis haben, oder? Ihr beide wollt ein Eis haben. Das ist doch nett. Das freut mich sehr. Und kein Stern. Möchtest ein Eis haben? Möchtest ein Eis haben, Cop? Möchtest ein Eis? Ja, sie möchte ein Eis haben. Möchtest ein Eis, Hinkebein? Nö. Möchtet ihr ein Eis haben? Wenigstens einer, der das zu schätzen weiß. Hi. Oh nein, das war meine Tür. Oh Gott. Ja, eskaliert. Das ist ein Stern. Ihr tut so, als wären das 5 Sterne. Wirklich. Was ist hier los? Ja, genau. Verhaftet mich. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe Eis verkauft. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Das ist halt echt ungünstig, dass die Tür offen ist. Ich muss ins Paint Spray. Wirklich. Das ist kein Witz. Das geht nicht. Ich bin sofort verhaftet, wenn da auch nur ein Cop mich nur anhustet durch die Tür. Ich sollte wirklich bei Gelegenheit ins Paint Spray fahren.
Aber ich habe gerade irgendwie keine Lust. Ich weiß auch nicht. Ah, ich meine, ich bin eh in der Nähe jetzt. Vielleicht sollte ich das dann doch mal wahrnehmen jetzt. Na komm, bisschen muss ich noch weitermachen. Die zwei nehme ich mir mit. Und dann geht's ins Paint Spray und dann... Ich muss die Tür einfach reparieren, das ist zu gefährlich. Oh je. Den muss ich sogar abbrechen, den Deal. Also so langsam wird das knapp mit noch was anderes hier machen, aber ich hab nicht... Ich muss dieses Taxiunternehmen noch machen hier. Weil sonst weiß ich nicht, wo ich die unterbringen soll, die Mission. Deswegen, das muss gemacht werden, wirklich. Ich will auch nicht nur in dieser Folge nur das machen, also... Das ist ja jetzt nicht so das Spannendste gerade hier, diese spannendste Tätigkeit, aber... Okay, Vorsicht. Das war sogar sehr gut und das ist eigentlich die perfekte Taktik, oder? Neben dem Paint Spray und dann immer wieder reinfahren. Die Sterne loswerden. Warum bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Aber gut, es dauert auch, bis das Blinken aufhört. Also in der Zeit hätte man wahrscheinlich den Stern auch so verloren. So, kurz warten, bis er weg ist. Na komm. Das dauert vielleicht sogar länger, also es ist auch nicht so die Ultra-Taktik hier gerade. Aber zumindest eine kleine Taktik. Und ich muss, glaube ich, auch aufpassen, übrigens fällt mir gerade ein, dass mich keiner aus dem Auto zieht, oder? Ist das nicht auch eine Gefahr? Weil wenn ich aussteige, dann ist die Mission vorbei und dann wird abgerechnet. Und wenn ich dann keine 50 habe, dann muss ich es nochmal machen. Ey, ich will keinen Fail haben in dieser Mission, bitte nicht. Das wäre sehr, sehr schrecklich. So. Hier sind doch einige Kunden. Eins. Komm mehr, hey! Eis! Das Eis ist heiß. Oh Gott, das ist schon wieder... Okay. Das war ganz gut. Das war eine gute Runde. 40 Stück, 10 fehlen noch. Also vielleicht noch 3 Touren, 4 Touren. 4 Touren, denke ich mal. So, Stern ist wieder weg. Perfekt. Moin. Ah, die Einzelnen, die nehme ich auch gerne. Die nehme ich auch gerne. Wenn ich keine Sterne dafür bekomme, wenn das keine Konsequenzen hat, nehme ich sie mit. Aber manchmal hast du auch Pech und kriegst nach einem schon einen Stern. Das ist dann wieder... Das hält dich dann nämlich auf. Ah, 2 Stück. Wenn das Spiel mit mir gnädig ist, bekomme ich jetzt auch keinen. Nö, immer noch nicht. Ja, aber jetzt gleich. Jetzt muss ich ja... Jetzt geht's ja gar nicht anders. Vielleicht bei 20 Minuten durch sein, wäre das eine Option, bitte. Ich weiß nicht. Und dann noch die... Dann mache ich aber gleich einen Schnitt und dann sparen wir uns einmal den Fahrtweg. Weil das brauchen wir nicht sehen und... Dann sehen wir uns gleich einfach wieder beim Taxi-Unternehmen. Und dann machen wir einen kleinen Rush. Und rushen einfach durch die Mission durch, wie sonst was. Hey, der Manager! Ja, es gibt wieder einen Stern, das war so klar. Das ist eigentlich das, was die Mission in die Länge zieht, diese Sterne. Man kann natürlich auch auf Risiko spielen und einfach weitermachen, aber... Ich habe euch schon gesagt, ich mache das hier ganz entspannt und gemütlich. Und dann ist die Mission eigentlich auch... Dann hat die Mission eigentlich auch nicht viel Fail-Potenzial. Außer wenn man hier so zum Stehen gebracht wird. 2 Stück. Bitte nicht überfahren, danke.
Wenn alles gut geht, 49. Ja, moin. Ich glaube, ich bin mal weg. So, wobei, ich könnte ja schon mal da oben hinfahren eigentlich. Also, nutzen wir doch einfach mal die Gelegenheit, jetzt wo ich sowieso gerade nichts verkaufen werde, um da oben schon mal hinzufahren zum Taxiunternehmen. Also die letzten zwei kriege ich jetzt auch noch so hin. Also da brauche ich jetzt keine Angst vor den... Oh Gott, nicht umkippen bitte. Da brauche ich jetzt keine Angst vor den Gangs zu haben. Aber wenn ich es kann, nehme ich sie natürlich hier auch schon mit. Auch wenn man hier wieder achten muss auf die Wächter. Komm, beeil dich, da kommt der. Da kommt der Wächter. Beeil dich bitte. Der greift mich gleich an. Der ballert mir gleich einen Platten rein. Ich will keinen Platten, bitte. Okay. So, möchte zufällig jemand ein Eis? Komm vor den Cops. Reichen 50 wirklich? Ich riskiere es. Ich habe noch nie bei 50, bin noch nie bei 50, glaube ich, ausgestiegen, aber ich werde es mal riskieren. Aber lass uns noch mal kurz zum Taxiunternehmen fahren. Ich glaube, das war hier in der Ecke, oder? Dann muss ich die Fahrt ja gar nicht rausschneiden. Dann ist die Fahrt quasi noch Teil der Mission. Jetzt überlegt euch mal, ich würde umkippen. Das wäre richtig low. Also wenn ich jetzt umkippe, das würde ich mir nie verzeihen. Aber ich glaube, ich bin schon richtig hier. Hier hinter müsste das Taxiunternehmen eigentlich sein. Oder? Nee. Nicht? Wenn ich das wüsste. Okay, ich steig gleich aus. Ja, ist doch in Ordnung. Ist hier der Schrottplatz? Ja, dann ist hier vorne das Taxiunternehmen. Hier ist Phil's Place oder so, oder? Irgendwo? Da ist das Taxiunternehmen, okay. Alright. So, ich steig aus. Und wir haben die Eiscreme-Fabrik quasi in Betrieb jetzt. Oh, 3000. Das ist nicht viel, aber ist okay. Wir brauchen für die Prozente. Deswegen war das alles nötig. Und wir kriegen... Ah, das stimmt, das habe ich gar nicht erwähnt am Anfang. Wir kriegen ein Social Club Achievement. Genau, schließe die Cherry Popper Verkaufsnebenmission ab. Weiß, weiß, Baby. Tolle Anspielung. Ja, Leute. Hi. Freut mich, dass ihr das auch so gut findet. Hi, Leute. Ich würde sagen, ich steige jetzt mal in das Taxi ein und dann... Ach, ich würde einmal nochmal auf die Prozente gucken. Eben noch 85 gehabt und jetzt haben wir 86. Und jetzt geht's los. Ich glaube, 3 Missionen gibt's hier zu machen oder so. Hi. VIP. Okay, we got a high-class fare needs to pick it up from Starfish Island. Any takers? Tommy here, I'll take it. I'll take it. So, let's go. Habe ich eine Drive-By-Waffe? Ja, ich bin gut ausgestattet. Hey, Leute. Hi, hi, hi. Oh, wie schön. Einfach jetzt nicht mehr dieses Cherry-Popper-Auto den Mr. Whoopi da steuern zu müssen. Das ist echt ein träges Auto. Ist nicht so langsam, wie es aussieht, aber ist halt so, ach, nee. Und die ganze Zeit immer auf die Sterne achten zu müssen und so. Jetzt würde ich aber gerne wieder mit dieser Kamera hier fahren. Ach, wir haben Zeitlimit, ne? Ja, ich sollte mich mal ein bisschen beeilen. Ja, ich wollte gerade einen coolen Drift machen, hat nicht geklappt. Ich stelle mich schon mal so hin, dass ich gleich flüchten kann. Hi. This is my fare. Back off, asshole. Hol den VIP zurück, schalte den anderen Wagen aus. Und hier muss man wirklich aufpassen, dass man den nicht zum Explodieren bringt, weil dann könnte es sein, dass der Fahrgast stirbt. Das ist mir... Das ist mir schon passiert. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ist mir noch nie passiert.
Hi. Come on, come on, get in, quick. Rein, sonst. Okay, jetzt. Okay, just please don't hurt me. Okay. Bring den VIP zum Flughafen. Okay, machen wir. Werden wir gejagt? Oder hat er schon aufgegeben? Ich glaube, er hat aufgegeben. Beziehungsweise er ist so weit weg, dass wir ihn gar nicht mehr sehen werden. Wop. Ich habe mal gucken, wie lange. Vielleicht wird es ja nicht mal eine 40-Minuten-Folge. Ich muss mich einfach nur ein bisschen ranhalten und dann wird das. Aber ich bin ja auch nicht auf der Flucht. Also das möchte ich jetzt damit auch nicht sagen. Ich glaube, ich muss aber auch ein bisschen auf den Zustand achten, oder? Wenn er zu beschädigt ist, kann es dann nicht sein, dass der... Oder ist das nur bei den normalen Taximissionen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Gern geschehen. You're welcome. Mann, ey, Leute. Leute, vor... Leute. Willkommen beim Airport. Ach, das war der Manager, den wir da... Okay, der Manager. Der Manager. Okay. Na gut, das hat auch wunderbar geklappt. Fantastisch. Also es ist mal wieder eine Folge ohne Trophäen, aber ja. Ihr müsst euch nicht dran gewöhnen, weil die nächsten Folgen werden, glaube ich, immer eine Trophäe beinhalten. Also ich glaube schon. Und dann mal schauen, wie viele Folgen es jetzt noch werden. Also, dass es unter 40 werden, das ist klar. Das ist, by the way, auch die 30. Gerade mal die 30. Also, ich glaube, am Ende werden es so vielleicht 35 sein, wenn überhaupt. Je nachdem, aber ist es mir egal. Also, ich genieße das Spiel, solange es noch läuft. Und dann, ja, ist alles gut. Und es wird halt die erste Platin-Trophäe sein, die ich mit euch zusammen auf YouTube hole. Deswegen wird es immer was ganz Besonderes bleiben. Und das auch noch in diesem besonderen Spiel für mich. Aus vielerlei Hinsicht erstmal eines meiner absoluten Kindheitsspiele. Und das erste Let's Play, was ich hier auf diesem Kanal gemacht habe. Also das ist aus vielerlei Hinsicht einfach sehr, sehr besonders für mich. Und da kann ich halt auch über solche Dinge der Definitive Edition auf der PS4 hinwegsehen. Deswegen. Es ist alles in Ordnung. Nein! Wollte ich doch gar nicht. Ich wollte nach hinten gucken, aber das mache ich ja auf... Ich habe ja die alte klassische Steuerung, deswegen muss ich L2 und R2 gedrückt halten. Um nach hinten zu gucken und nicht R3. So. Erstmal speichern, damit wir hier dann wieder anfangen. Ganz wichtig. So. Calling all cars, we're losing fares all over town. What's with you guys? BC cabs keep beating us to it. They just got too many cars. We can't compete. It's never steady. If you're out there listening in, you wanna put some BC cabs out of action before we go bust. Schalte drei Taxis der Konkurrenz aus. Okay, aber ihr müsst mich doch nur mal fragen nach einer Finanzspritze. Ich habe da so ein bisschen Kleingeld im Portemonnaie. Und ich wäre sogar bereit, euch davon ein bisschen abzugeben. Aber mich fragt ja keiner. Sonny fragt mich ja auch nicht. Ich meine, gut, er fragt, where's my money? Aber er hätte ja mal fragen können, kannst du mir mal ein bisschen was geben von deinem Geld? Er sagte nur, wo ist sein Geld? Aber er könnte ja einfach mal nach Tommys Geld fragen. Aber das macht er ja nicht. Von daher selber schuld. Oh. Ich hoffe, das war weit genug entfernt, sodass ich nicht so viel Schaden genommen habe jetzt. Hi, hi, hi. Na? Willst du dich mit mir prügeln oder was? Okay. Ich glaube, das war's. Ich muss, glaube ich, die Leute gar nicht erledigen, oder? Es geht nur um die... Es geht nur um die Fahrzeuge, ja. Weil sie zu viele haben. Aber ich weiß nicht, inwiefern drei Fahrzeuge weniger... gleichbedeutend ist mit, jetzt haben wir eine Chance und jetzt gehen wir nicht pleite. Also... Wenn es nur drei Fahrzeuge mehr sein sollten, dann... ist es ja eigentlich gar kein großes Drama und dann müsste man das ja eigentlich auch nicht machen. Also das, ich meine, die Frage hab ich mir noch nie gestellt, aber nach dem etlichen Playthrough jetzt hier von Vice City, da stelle ich mir langsam mal solche Fragen und hinterfrage auch so ein bisschen die Logik einiger Missionen, was man eigentlich in GTA nie tun sollte, weil man wird es eigentlich nur bereuen. Es gibt keine Logik in diesem Game.
Ha, bitteschön. Woo! $2000, yay! So, und ich glaube, jetzt kommt auch schon die letzte Mission. Und das ist eine sehr, sehr coole Mission, aber die kann man sich mit einem Raketenwerfer auch sehr, sehr einfach machen. Also die Frage ist, habe ich jetzt gerade überhaupt einen Raketenwerfer? Das wäre jetzt wichtig, weil ohne Raketenwerfer will ich die gar nicht machen eigentlich. Nee, habe ich nicht. Wow. Das ist nicht gut. Wie kriege ich jetzt am besten einen Raketenwerfer? Ach, kriege ich eh davor. Ich muss sowieso da hinten rum. Das ist egal. Ich weiß ja, wo einer liegt. Von daher, das ist okay. Wir starten erstmal die Mission und dann... Wenn es die überhaupt jetzt ist. Ich meine, es waren 3 Missionen beim Taxiunternehmen. Und wir haben jetzt schon 2 abgeschlossen. So, ich parke mal nicht hier vor, da ich will dann nämlich gleich nochmal raus. So, speichern, speichern, speichern. Das war jetzt also Konkurrentenjagd und jetzt müsste theoretisch die letzte Mission kommen. Car 13, we got a missed car test, ask for you especially. Okay, I got it. Car 13, out. Hol Mercedes ab. Dann tun wir das doch mal, aber vorher werden wir einen kleinen Zwischenstopp einlegen. Denn ich brauche den Raketenwerfer. Ich habe keine Lust, die Mission ohne zu machen. Ja, okay, links kann man natürlich auch überholen, aber rechts wäre eigentlich auch Platz gewesen. Ne? Nur mal so zur Info, aber egal, egal, egal. Ist nicht so schlimm. Alles wird gut. So, da vorne ist der Spawnpunkt des Raketenwerfers. Hier rein. Falls ihr den auch mal sehen wollt, hier ist es. Kann man in dieser Mission wunderbar machen. Wunderbar einsammeln, weil man ja eh in der Nähe ist. Du musst in einem Kaufmann-Taxi sitzen. Ich weiß. Ich muss das Unternehmen repräsentieren. So, Mercedes oder Mercedes. Wo können wir dich denn abholen? Ah, hier, ja genau, da ist sie wahrscheinlich. Mercedes, wo bist du? Ja, und willkommen bei GTA Vice City Survival. Jetzt müssen wir eine Minute hier überleben. Wow. Oh, shit. Ist eigentlich ein geiles Thumbnail, wenn die alle beisammen sind. Das ist cool. Vielleicht kann man da ja irgendwas draus zaubern. Hey, yo, yo, yo. Hi. Die eskalieren komplett. Ich kämpfe gegen euch. Oh nein. Ich glaube, ich brenne. Nein, die Mission. Nein, ich hab da. Nein, nein, nein. Mann, warum mache ich das überhaupt? Warum lasse ich die Mission nicht einfach so und wie sie ist und. Oh. Okay, jetzt wird es unter 40 Minuten doch schon knapp. Mhm. Ganz, ganz especially. Na super. Da will man einmal so ein bisschen. Ja, wie gesagt, ich wollte ein bisschen rumspielen und wurde dafür mal wieder bestraft. Also ich weiß nicht, wie oft mir das in diesem Projekt jetzt schon passiert ist, aber es ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen egal, weil ich wollte mich einfach mal mit denen anlegen. Ist jetzt auch nicht so schlimm, das wird die Folge vielleicht 2 Minuten verlängern, aber egal. Das macht gar nichts. Aus weg! Jetzt ist das Taxi schon fast im Arsch und wir sind noch nicht mal da. Ich könnte das Taxi auch nochmal wechseln, aber eigentlich ist das nicht nötig. Also ich muss einfach nur abhauen. Aber da hatte ich keinen Bock zu. Ich wollte die einfach mal zerstören, aber das hat sich natürlich dann sofort gerecht.
Wir kommen auf da! Tommy. Ich meine, ich könnte ja auch aussteigen oder so. Geht das überhaupt? Ich glaube, das müsste funktionieren. Ist jetzt aber auch egal. Vielleicht kriege ich ja jetzt noch ein besseres Thumbnail raus hier. Wenn ich das überhaupt als Thumbnail nehmen will. Ich weiß ja nicht. Das war ja nur mal so eine Idee. No sign of Mercedes. Was du nicht sagst, Tommy Vercetti. Oh nein. Kann man hier nicht sogar ein bisschen tricksen? Nein, hier sollte ich nicht lang. Ist gefährlich hier. Stoßen Sie mich gleich ins Wasser. Wartet mal ab. Na egal, ich fahre einfach weg, dann passiert mir nichts. Wow, wow. Ich stelle mich schon mal so hin, dass ich gleich den Endboss besiegen kann. Ah, Hilfe! Nicht gut. So, Schluss jetzt. Ende. Und da kommt der Endboss. Vielleicht ist das Thumbnail. Vielleicht ist das aus das Thumbnail. Ich weiß nicht. So, komm her. Komm her, Schnuggi. Schnuggiputz. Komm ran hier. Ich hab hier was für dich. Ich möchte meine Rakete in deinen Arsch rammen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, das war's schon. Der wird explodieren. Ah, ich glaube, die Explosion... Weil er so weit weg ist, deswegen... Oder auch nicht. Oder doch. Doch, genau. Wenn ich näher rangehe, müsste er eigentlich in die Luft fliegen. Weil die Explosion noch nicht animiert wurde, oder? Wenn ich näher rangehe, müsste er eigentlich in die Luft fliegen, oder? Richtig? Okay, und auch nicht. So, und das, jetzt ist das Taxiunternehmen auch in Betrieb. Ich freue mich. Kaufmann Taxis generiert ab jetzt Einkünfte von bis zu $5000. Hol dir das Geld regelmäßig ab. Das werde ich wahrscheinlich nicht machen, aber trotzdem danke für den Hinweis. Jawohl, Mission erfüllt, $5000, und jetzt habe ich kein Taxi mehr. Der hat einfach ein Katana-Schwert dabei. Das hätte ein epischer Fight werden können. Warum auch immer der ein Katana-Schwert dabei hat. Vielleicht war es ein Mann von Ehre. Aber das ist mir auch sowas von wurscht. Okay, dann gucken wir nochmal kurz auf die Prozente. Wie viel haben wir denn jetzt? 88%, 12% fehlen nur noch. Und ab jetzt machen wir nur noch das, was hier auf der Karte ist. Was ihr auf der Karte seht. Die Symbole. Na gut, das war vorher ja auch schon der Fall. Die Eiscreme-Fabrik hat ein Symbol und das Taxiunternehmen auch. Gut, also alles wie bisher. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, und wenn ihr wollt, sehen wir uns doch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.